Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Erik Forst, Business Development Manager bei Pickware, wird euch heute die optimale Kommissionierungsstrategie für euer Lager aufzeigen und schafft damit für euch kurze Laufwege und minimiert damit den Zeitaufwand. Sollten während der Session Fragen aufkommen, nutzt gerne wie immer das Fragen- und Antworten-Tool in der Zoom-Oberfläche. Am Ende des Webinars versuchen wir, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Kurz zu mir. Ich bin Raphael Dessau, Knowledge Manager bei der Shopware AG und verantwortlich für den gesamten Wissenstransfer und damit eben auch für die Webinare. Erik, Zeit, dein Organisationstalent unter Beweis zu stellen. Ja, danke Raphael. Ich darf mich auch nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Erik. Ich bin vom Pickware Team und freue mich sehr, heute hier zu sein und freue mich natürlich auch über das große Interesse von euch Zuhörern. Auch nochmal herzliches Willkommen von unserer Seite zum Webinar. Kurze Laufwege und minimaler Zeitaufwand, so findest du die optimale Kommissionierungsstrategie für dein Lager. Auf der Suche nach der optimalen Strategie wollen wir auf der einen Seite klären, welche Kommissionierungsstrategien uns grundsätzlich zur Verfügung stehen und auf der anderen Seite, wie ihr diese in eurem Shop und Lager am besten umsetzen könnt. Wir werden dafür in einem ausführlichen Beispiel mit dem Shopware WMS powered by Pickware demonstrieren. Zunächst kurz zum Shopware WMS. Was ist das überhaupt? Das Shopware WMS ist ein weiterer Baustein, der euren Shop Omnichannel fähig macht und euch ermöglicht, alle Kanäle zentral aus eurem Shop zu steuern. Mit Shopware und Pickware vermeidet ihr einerseits eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme mit unterschiedlichen Logins und Benutzeroberflächen und habt andererseits immer alle Informationen in eurem Shop an einer einzigen Stelle gebündelt. Und das ganz ohne lästige Konnektoren. Der Shop ist also das Herzstück eures Onlinehandels. Das Shopware WMS ermöglicht euch dabei, eure Kommissionierung und Lagerhaltung papierlos, komfortabler und noch effizienter abzuwickeln. Kurz noch einige Facts zum Shopware ERP. Der Betrieb des WMS erfolgt auf der Grundlage des Shopware ERP, der offiziellen Shopware Warenwirtschaft. Diese einzige voll in Shopware integrierte Warenwirtschaft bietet euch eine ganze Menge an Vorteilen. Unter anderem pflegt ihr dadurch, dass sich die Warenwirtschaft eine gemeinsame Datenbasis mit eurem Shop teilt, keine redundanten Daten. Shop und Warenwirtschaft sind quasi ein System und müssen nicht über eine fehleranfällige Schnittstelle miteinander verbunden werden. Das ermöglicht es euch, alle Daten bezüglich der Lagerhaltung in Echtzeit verfügbar zu haben. Außerdem sind Shopware ERP und WMS als Community Store Plugins updatesicher. Das bedeutet, mit jeder neuen Version von Shopware ist auch die Kompatibilität der Plugins immer sichergestellt. Ein paar kleine Details noch zum WMS. Dieses Plugin bietet euch im Vergleich zur Basisversion des ERP viele Vorteile. Unter anderem digitale Picklisten statt Zettelwirtschaft im Lager, chaotische Lagerhaltung mit laufender Inventur und vieles weiteres mehr. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Durch den Einsatz von mobilen Handscannern werden alle eure Daten aus dem Lager direkt in Echtzeit im Shop gespeichert. Doch zunächst wollen wir uns auf der Suche nach der optimalen Kommissionierungsstrategie anschauen, welche Strategien euch überhaupt zur Verfügung stehen. Grundsätzlich kann man drei Kommissionierungsarten unterscheiden. Zunächst haben wir die klassische Einzelkommissionierung. Wie der Name schon sagt, wird dabei jede Bestellung einzeln abgearbeitet. Der Lagermitarbeiter nimmt eine Bestellung auf und kommissioniert die darin enthaltenen Positionen. Im Anschluss wird der Auftrag am Packtisch weiterverarbeitet und für den Versand vorbereitet. Diese Kommissionierungsart eignet sich insbesondere für kleine Lager mit kurzen Laufwegen. Sie ist außerdem vorteilhaft bei einer kleinen Anzahl an Bestellungen und wenn Bestellungen viele Artikel enthalten. Außerdem kann es vorteilhaft sein, so zu kommissionieren, wenn die Artikel sehr groß oder sperrig sind. Der Nachteil ist, dass sich durch diese Kommissionierungsstrategie lange Laufwege ergeben, da der Kommissionierer ja eben jede Bestellung einzeln bearbeitet. Bei vielen Bestellungen oder vielen Einpasserbestellungen ist diese Strategie somit nicht zu empfehlen. Als zweites möchten wir euch eine Strategie vorstellen, die wir als rollende Kommissionierung bezeichnen. Manchmal wird sie auch Boxenkommissionierung genannt. Dabei werden mehrere Bestellungen auf einmal bearbeitet und bereits beim Picken vorsortiert. Dafür nutzt man meistens einen Kommissionierwagen, auf dem mehrere Kisten stehen. So können die Bestellungen am Packtisch dann kistenweise versandfertig gemacht werden. Diese Strategie eignet sich besonders für mittelgroße bis große Lager mit einer großen Anzahl an Bestellungen und möglichst kleinen Artikeln. Durch die gleichzeitige Kommissionierung mehrerer Aufträge spart ihr euch doppelte Laufwege und somit kostbare Zeit. Damit ihr diese Strategie einsetzen könnt, braucht ihr im Lager ausreichend große Gänge für den Kommissionierwagen.
Außerdem ist es eher nur bei kleinen Artikeln möglich, da ihr diese ja direkt in den Kisten vorsortieren müsst. Als letzte Strategie zeigen wir euch noch die Sammelkommissionierung. Dabei werden ebenfalls mehrere Bestellungen auf einmal bearbeitet. Der Unterschied zur rollenden Kommissionierung ist allerdings, dass die Artikel alle in einem großen Kommissionierwagen ungeordnet gesammelt werden. Nach dem Picken werden die Artikel erst am Packtisch sortiert und dann versandfertig gemacht. Diese Strategie eignet sich besonders bei großen Lagern mit einer sehr großen Anzahl an Bestellungen mit vielen verschiedenartigen Artikeln, da diese ja im Gegensatz zur rollenden Kommissionierung nicht in gleich große Kisten passen müssen, sondern einfach in den Kommissionierwagen gelegt werden. Durch eine Arbeitsteilung zwischen Picker und Packer können außerdem sehr kurze Kommissionierzeiten erreicht werden und die große Anzahl an gleichzeitig kommissionierten Aufträgen reduziert zudem die Laufwege. Was man jetzt zusätzlich machen kann, ist die sogenannte dynamische Kommissionierung. Hierbei wechselt ihr die gerade eben vorgestellten Kommissionierungsstrategien dynamisch, packt zum Beispiel Bestellungen, die einen großen oder sperrigen Artikel enthalten, einzeln, während ihr dann Bestellungen mit mehreren Artikeln rollend oder sammelnd kommissioniert. Ihr seht also, dass es keine allgemeingültige Antwort auf die Frage nach der besten Art zu kommissionieren gibt. Vielmehr muss man die Anforderungen des eigenen Geschäfts analysieren und die beste Kommissionierungsstrategie für sich herausfinden. So, jetzt haben wir uns erstmal einen Überblick darüber verschafft, wie wir überhaupt kommissionieren können. Als nächstes wollen wir uns gemeinsam ansehen, wie wir das Ganze umsetzen können. Dafür werde ich jetzt erstmal den Bildschirm wechseln, um mit dem Live-Teil zu beginnen. Was wir jetzt hier haben, ist quasi eine Übertragung von meiner Tischkamera. Ihr seht hier meine Hände und auch das mobile Handscannergerät, was ich euch gerade eben schon mal kurz vorgestellt habe, mit dem wir jetzt mit dem Shopware WMS arbeiten werden. Mit dem Scanner verbindet ihr euch mit eurem Online-Shop, indem ihr einfach die Versand-App öffnet. Diese ist für alle Kommissionierungsprozesse zuständig. Jeder Lagerarbeiter, der dann im Lager mit diesen mobilen Scannern arbeitet, kann sich ganz einfach mit seinem persönlichen Login anmelden und dann geht es quasi auch schon los. Was ihr dann hier seht, übrigens der Bildschirm des kleinen Scanners hier ist auf der linken Seite von meinem Bildschirm nochmal für euch gespiegelt, damit ihr besser nachvollziehen könnt, was ich denn hier auch alles auf dem Gerät mache. Hier im Startbildschirm seht ihr jetzt also die digitale Kommissionierliste. Hier sind quasi alle offenen Bestellungen, die jetzt zur Kommissionierung bereit sind und vom Lagerarbeiter gepackt werden sollen. Gekennzeichnet mit einem kleinen Symbol sind es bevorzugte Versandarten, wie zum Beispiel Expressversand. Diese Bestellungen sind ganz oben, da sie schnell verschickt werden müssen. Ansonsten sind die Bestellungen chronologisch sortiert. Als erstes wollen wir anfangen und eine Bestellung einzelkommissionieren. Dafür klicken wir ganz einfach auf den Button hier unten, nächste Bestellung kommissionieren. Was jetzt passiert, wir kommen hier in die Übersicht der Bestellung, wo wir eben sehen, welche Artikel zu picken sind und auf welchen Lagerplätzen diese liegen, das hier links zu sehen. Um jetzt mit der Kommissionierung zu starten, läuft der Lagerarbeiter ganz einfach los, nimmt sich einen Artikel und kann diesen ganz einfach per Scan bestätigen. Falls ihr eine chaotische Lagerhaltung verwendet, bedeutet also ein Artikel auf mehreren Lagerplätzen lagert, dann werdet ihr von dem Gerät aufgefordert, auch noch den Lagerplatz zu bestätigen. Falls ihr mit Barcodes arbeiten möchtet, habt ihr auch die Möglichkeit, euch Barcodes für die Lagerplätze auszudrucken, sodass ihr einfach mit einem weiteren Scan des Lagerplatzes den entsprechenden Lagerplatz bestätigen könnt. So könnt ihr im Lager noch schneller arbeiten. So geht das Ganze dann auch weiter. Im Prinzip scannt ihr alle Artikel einmal durch und sobald ihr fertig seid, kommuniziert das Gerät mit eurem Shop und erzeugt die Rechnung. Falls ihr dann, wie wir, einen Drucker im Lager stehen habt, könnt ihr die Rechnung ganz einfach direkt im Lager ausdrucken und zusätzlich mit ins Paket legen, in das ihr alle Artikel gepackt habt. Im letzten Schritt könnt ihr sogar noch über den Scanner ein Versandetikett drucken. Das geht auch mit wenigen Klicks. Und so habt ihr quasi die Bestellung innerhalb kürzester Zeit komplett versandfertig gemacht, habt die Rechnung dabei
und auch noch ein Versandetikett. Ja, was ich euch jetzt zeigen möchte, ist der große Vorteil dieser mobilen Geräte. Dafür wechseln wir jetzt mal den Bildschirm und schauen mal ins Backend rein. Wenn wir uns jetzt die Bestellung raussuchen, die wir gerade bearbeitet haben, dann können wir dort sehen, dann können wir hier quasi in der Status History zum Beispiel sehen, wie wir gerade in Echtzeit diese Bestellung bearbeitet haben und der Statuswechsel von offen bis zur Lieferung bereit gewechselt ist. Das also der große Vorteil. Ihr müsst nicht mehr mühevoll irgendwelche Kommissionier- oder Packlisten am Backend nacharbeiten oder in einer anderen Warenwirtschaft und Bestände ausbuchen, sondern in dem Moment, wo kommissioniert wird, werden die Daten in euren Shop geschrieben und sind somit direkt dort verfügbar. Ja, das war's zur Einzelkommissionierung. Ich werde jetzt mal wieder zurückgehen zur Tischkamera, um euch die nächste Strategie vorzustellen, und zwar die rollende Kommissionierung. Um uns nochmal kurz dran zu erinnern, bei der rollenden Kommissionierung ging es ja darum, dass wir einen kleinen Kommissionierwagen haben, auf dem mehrere Kisten platziert sind, die mit Barcodes gekennzeichnet sind. Diesen Kommissionierwagen haben wir hier unten schon mal vorbereitet und wir nehmen uns jetzt einfach eine gewisse Anzahl an Bestellungen und laufen durchs Lager und bearbeiten diese gemeinsam. Dafür können wir mit dem Scanner ganz einfach die Kistenbarcodes abscannen. Die Anzahl der gescannten Kisten bestimmt dann, wie viele Bestellungen wir gleichzeitig bearbeiten. Ich werde jetzt zum Demonstrieren einfach mal zwei Bestellungen auf einmal abrufen. Die Kommissionierung startet ihr dann hier unten einfach durch den Button. So, ähnlich wie gerade eben haben wir jetzt hier die Übersicht der Positionen, die in diesen zwei Bestellungen auf einmal enthalten sind. Wenn wir jetzt anfangen zu kommissionieren, werden wir neben der Lagerplatzbestätigung auch wieder dazu aufgefordert, diesen Artikel einer Kiste zuzuordnen. Und diese Zuordnung erfolgt ebenfalls wieder über einen Scan. Und so können wir dann quasi auch einfach durchlaufen und bei jedem Artikel wird uns genau gesagt, in welche Kiste dieser gepackt werden muss. Und auch wenn wir mal eine falsche Kiste scannen, dann kriegen wir einen Hinweis von dem Gerät, dass wir eben gerade einen Fehler gemacht haben. So vermeidet ihr gleichzeitig Fehler. So, wenn wir dann mit dem Packen fertig sind, dann können wir auch ganz einfach wieder die Rechnung ausdrucken, indem wir einfach die Kiste noch ein weiteres Mal abscannen. So, das war es im Prinzip auch schon mit der rollenden Kommissionierung. Wir haben alle Artikel gepickt, bereits beim Picken vorsortiert, die Dokumente ausgedruckt und können jetzt auch ganz einfach hier am Gerät alles wieder versandfertig vorbereiten. Ihr seht, es geht wirklich super schnell, ohne Zettel und alles ist wie vorhin auch bei der Einzelkommissierung in Echtzeit im Backend. Deshalb wollen wir auch gleich weiter zum nächsten Beispiel gehen und zwar die letzte Kommissionierungsstrategie war ja die Sammelkommissionierung. Der Unterschied hier zur rollenden Kommissionierung war ja, dass wir eben zwar auch mehrere Bestellungen auf einmal bearbeiten, diese aber noch nicht vorsortieren, sondern erst ganz am Ende am Packtisch sortieren und versandfertig machen. Die Sammelkommissionierung wählen wir aus, indem wir hier rechts oben am Scanner auf das Kistensymbol klicken und eben die Sammelkommissionierung auswählen. Hier können wir dann auch wieder auswählen, wie viele Bestellungen wir auf einmal kommissionieren möchten. Ja, wie viele am besten auszuwählen sind, das hängt von eurem Shop und von den Bestellungen ab. Müsst ihr einfach mal im Lager selber ausprobieren, was für euch am besten läuft. Ich nehme jetzt hier einfach mal zu Demonstrationszwecken wieder die nächsten zwei Bestellungen und starte die Kommissionierung wieder per Button. Ähnlich wie gerade eben, auch hier wieder die Übersicht. Die kennen wir ja bereits. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ein bisschen schneller durchkommissionieren. Ihr seht auch hier wieder, wenn falsche Lagerplätze oder Artikel gescannt werden, gibt es hier ein Signal vom Scanner.
Wir haben hier außerdem die Möglichkeit, wenn Artikel mehrmals vorkommen, mehrere auf einmal zu bestätigen. Dies können wir hier entweder per Knopfdruck machen oder ganz einfach auch per Scan. Jetzt, wenn wir alle Artikel quasi in den Kommissionierwagen gepickt haben, kriegen wir vom Scanner den Hinweis, dass wir nun entweder mit dem Packen und Sortieren fortfahren können oder die Bestellung zurückzustellen, um weiter zu picken. Wir hatten ja vorhin angesprochen, dass ihr arbeitsteilig arbeiten könnt bei der Sammelkommissionierung, dass quasi ein Picker die ganzen Artikel pickt, während der Packer am Packtisch sortiert und versandfertig macht. Da wir uns die Kommissionierung aber jetzt schon angesehen haben, möchte ich also mal kurz mit dem Sortieren fortfahren. Jetzt haben wir hier wieder alle Artikel, die im Kommissionierwagen liegen und fangen also an, einen Artikel zu scannen und ordnen diesen jetzt initial einer Kiste zu. Das läuft auch wieder per Scan. Und ja, in dem Modus sortieren wir jetzt alle Artikel durch. Und ihr seht jetzt quasi, dieser Artikel gehört zu einer Bestellung, die wir schon einer Kiste zugeordnet haben. Und somit wird uns auch die richtige Kiste vorgeschlagen. Ja, so läuft das Ganze dann weiter. Ihr könnt hier quasi sortieren durch Scan. Und ebenfalls, wie bei der rollenden Kommissionierung, durch einen weiteren Scan der Kiste den Druck der Rechnung auslösen und im letzten Schritt auch noch ein Versandlabel erstellen. So, jetzt hatten wir uns alle drei verschiedenen Kommissionierungsstrategien einmal angeschaut. Wir hatten ja aber vorhin noch erwähnt, dass es durchaus Sinn machen kann, verschiedenartige Bestellungen unterschiedlich zu kommissionieren und somit dynamisch zwischen den Kommissionierungsstrategien zu wechseln. Wie ihr das machen könnt, möchte ich euch jetzt auch noch mal kurz zeigen. Und dafür haben wir die sogenannten Pick-Profile entwickelt. Pick-Profile sind individuelle Filter, die ihr auf eure Bestellung anwenden könnt, um so zu differenzieren, bei welchen Bestellungen es eher Sinn macht, einzeln zu kommissionieren und bei welchen es eher Sinn macht, rollend oder sammelnd zu kommissionieren. Diese Filter könnt ihr im Backend einstellen und ganz viele individuelle Regeln definieren. Die Möglichkeiten dafür sind quasi unbegrenzt. Und um diese Filter dann hier im Scanner anzuwenden, seht ihr oben auf dem Scannerbildschirm links ein kleines Kästchen, in dem jetzt gerade Standard steht. Und wenn wir da mal draufklicken, dann kommen wir in die Übersicht der Pick-Profile. Ihr seht, wir haben hier einige angelegt, zum Beispiel Standard oder DHL-Bestellung oder eben Einpöster oder Großbestellung, bei denen es dann eben Sinn machen kann, anders zu kommissionieren. Die Einpöster würden wir zum Beispiel rollend kommissionieren oder sammelnd, während wir bei der Großbestellung eher einzeln kommissionieren würden. Die Profile könnt ihr natürlich auch bei der rollenden und sammelnden Kommissionierung anwenden. Dafür klickt ihr einfach wieder oben rechts auf die Kiste und seht dann hier nach der Auswahl rollend oder sammelnd ebenfalls wieder die Auswahl des Pick-Profils. So, damit wären wir auch schon am Ende des Webinars beziehungsweise am Ende des Live-Teils. Deswegen möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, was wir gerade gesehen haben. Zunächst haben wir gemeinsam erarbeitet, welche Kommissionierungsstrategien uns grundsätzlich zur Verfügung stehen. Das waren namentlich rollende, sammelnde, dynamische und Einzelkommissionierung. Zweitens haben wir gesehen, wie schnell und unkompliziert wir in der Versand-App zwischen den verschiedenen Kommissionierungsstrategien wechseln können, um so dynamisch zu kommissionieren. Drittens, wie wir mit einer cleveren Kombination aus Pick-Profilen und dynamisch gewählter Kommissionierungsstrategie noch besser im Lager arbeiten können. Und somit letztendlich, wie einfach sich eine papierlose Kommissionierung mit Shopware WMS powered by Pickware direkt in eurem Online-Shop umsetzen lässt. Außerdem möchten wir euch noch einen kurzen Überblick über unser Produktangebot geben. Wir hatten eingangs erwähnt, dass Shopware ERP als offizielle Shopware-Warenwirtschaft direkt in eurem Shop integriert ist. Ihr kriegt diese Warenwirtschaft als Teil der PE oder höher. Das heißt, ihr könnt einfach das ERP als ganz normales Plugin herunterladen und direkt installieren. Darauf aufbauend das Shopware WMS, was wir uns gerade gemeinsam angesehen haben, was euer Arbeiten im Lager
sehr erleichtert. Dazu das Shopware POS als Kassensystem, was euer Ladengeschäft ebenfalls an euren Online-Shop anbindet. So habt ihr quasi Online- und Offline-Handel auch zentral aus eurem Online-Shop kombiniert. Dazu haben wir eine Reihe weiterer Module, die euch das tägliche Arbeiten sehr erleichtern. Schaut auch einfach mal bei uns oder im Community Store vorbei. Außerdem natürlich auch eine spannende Frage: Wie geht's weiter mit Shopware 6? Ihr habt es ja auf dem Shopware Community Day vielleicht gehört. Ende des Jahres gibt es dann die erste Version von Shopware 6, die auch für den Einsatz für euch als Händler bereit ist. Mit dem Shopware WMS werden wir voraussichtlich im März 2020 am Start sein. Das Shopware ERP und das Shopware POS planen wir schon für Ende dieses Jahres. Als letztes möchten wir noch die Gelegenheit, euch die Gelegenheit geben, uns nochmal in einer Live-Demo besser kennenzulernen. Wir haben zwar jetzt gleich auch noch Zeit für Fragen, wenn euch das aber nicht ausreicht oder eure Fragen nicht geklärt werden, dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, Shopware WMS und POS bei uns im Einsatz zu sehen und besonders individuelle Anforderungen und Fragen zu besprechen. Und dieser Termin ist nur für euch. Wenn ihr euch bei uns meldet, könnt ihr kostenlos und unverbindlich jederzeit einen Termin vereinbaren, um uns nochmal mit Fragen zu konfrontieren. So, das war es auch schon, zumindest mit dem Live-Teil. Wir haben jetzt noch eine ausführliche Fragerunde. Deswegen würde ich zurückgeben an Raphael und schon mal Danke sagen für eure Aufmerksamkeit und freue mich jetzt natürlich auf viele Fragen. Perfekt, Erik, du hattest es ja gerade schon gesagt. Jetzt ist ein bisschen Zeit, um dich mit Fragen zu konfrontieren oder zu bombardieren. Wir haben da ein paar Fragen, die sich auf die Pick-Profile beziehen. Ich leite das mal ein und da folgen gleich noch ein paar. Wie und wo kann man die individuellen Pick-Profile erstellen? Kannst du das zeigen? Mhm, genau. Also ich hatte es ja schon mal kurz vorhin erwähnt. Das geht ganz einfach im Backend. Ich würde jetzt einfach wieder mal den Bildschirm wechseln, um euch das zu zeigen. Und zwar habt ihr hier unter Einstellungen Pick-Profile die Möglichkeit, verschiedene Pick-Profile zu definieren. Normalerweise ist immer das Standardprofil vordefiniert und wenn ihr ein weiteres Profil hinzufügen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach machen, indem ihr einfach zum Beispiel ein Standardprofil kopiert und dieses dann nach euren Vorstellungen, individuellen Wünschen anpasst. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, wir haben hier verschiedene Regeln, die können durch und oder Operatoren verknüpft werden und hier habt ihr wirklich eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Zunächst der Bezug, was wollen wir zum Beispiel filtern? Wir sagen, die Bestellung, Zahlungsstatus ist eins von komplett bezahlt oder Wiedergutschrift, was dann eben alle Bestellungen rausfiltern würde, die noch nicht bezahlt sind und uns eben nur die Bestellung im Scanner anzeigt, die wir auch wirklich bereits verschicken wollen. Kannst du vielleicht anknüpfend daran ein Pick-Profil bestimmten Usern zuweisen? Ein Pick-Profil bestimmten Usern zuweisen? Klar, man könnte zum Beispiel einfach hier den Usernamen eingeben, sodass dieser dann weiß, okay, das ist mein Pick-Profil. Wenn wir jetzt hier sagen, Heinz Schmidt, dann wüsste unser Mitarbeiter nämlich immer, dass er eben dieses Profil hier zur Auswahl hat. Und das kann er dann eben auch, wie gerade eben gezeigt, ganz einfach am Scanner auswählen. Das sollte jetzt eigentlich schon verfügbar sein. Einmal kurz refreshen und dann, ja, tatsächlich müssen wir wahrscheinlich die App nochmal neu starten. Aber ja, so einfach würde das gehen. Okay, und kann man beim Sammeln ein Pick-Profil oder kann beim Sammeln ein Pick-Profil gewählt werden? Ja, auch beim Sammeln könnt ihr ein Pick-Profil wählen. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Ihr wählt dafür hier oben rechts die Kisten aus, wählt die Sammelkommissionierung aus und dann im nächsten Schritt das Pick-Profil. So könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir möchten nur DHL-Bestellungen bearbeiten, hier dann zum Beispiel die nächsten 10 Stück auswählen und so habt ihr quasi das Pick-Profil auch auf die Sammelkommissionierung angewendet. Okay. Wie viele Leute können denn gleichzeitig im Lager scannen und mit dem Scanner arbeiten? Wie viele Benutzer kann man da anlegen? So, dafür genau gehen wir nochmal zurück. Also, Benutzer könnt ihr so viele anlegen, wie ihr wollt. Ganz kurz, in der Benutzerauswahl habt ihr dann quasi alle User, die ihr in eurem Shop-Backend angelegt habt und eben für den Scanner freigeschaltet habt. Das ist nicht begrenzt. Was begrenzt ist, sind die Gerätelizenzen. Bedeutet also,
Logischerweise kann immer nur eine Person an einem Scanner gleichzeitig arbeiten. Und würde dann bedeuten, wenn ihr zu zweit oder zu dritt im Lager arbeiten wollt, dann benötigt ihr eben mehrere Lizenzen. Aber im Prinzip sagen wir auch hier, ja, da gibt es jetzt keine Einschränkungen. Okay, und eine letzte Frage zum Thema an der Stelle ist, ob noch andere Prozesse neben der Kommissionierung abgebildet werden können. Also was wird da noch unterstützt? Genau, dafür haben wir eine Zweiteilung. Das Shopware WMS umfasst zwei Apps. Wir hatten uns gerade die Versand-App angeschaut, was eben alle Prozesse umfasst mit Kommissionierung und Versand. Auf der anderen Seite haben wir die sogenannte Lager-App. Das ist diese hier. Die ist vom Aufbau relativ ähnlich. Da melde ich mich jetzt auch mal kurz an, um euch das zu zeigen. So, und zwar haben wir hier auf der einen Seite Lieferungen. Bedeutet also, im Shop angelegte Lieferantenbestellungen können wir hier ganz einfach mit dem Scanner bestätigen und so die Wareneingänge buchen. Wir können außerdem ganz einfach verschiedene Artikel zum Beispiel umlagern, indem wir einfach den Artikel einscannen, haben dann hier die Möglichkeit, Artikel einzulagern, auszulagern und umzulagern. Als weiteres haben wir das Retourenmanagement hier über die Scanner. Hier können ganz einfach Bestellungen gesucht werden und zu diesen Retouren angelegt werden. So ist es quasi ein vereinfachter Prozess. Wenn die Retouren im Lager ankommen, könnt ihr diese hiermit erfassen und dann im Backend weiter bearbeiten. Als letztes ein besonders schönes Feature, die laufende Inventur. Ihr habt mit dem Scanner die Möglichkeit, entweder einzelne Artikel in der Inventur zu erfassen und einen neuen Bestand anzutragen. Und für die laufende Inventur besonders nützlich möchte ich euch nochmal diese Funktion hier zeigen. Ihr habt hier die Möglichkeit, alle Artikel anzuzeigen, deren Inventureintrag zum Beispiel länger als 3 Tage, länger als 7 Tage oder 30 Tage her ist und so quasi konstant die Inventur durchzuführen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Filter hier auswählen, schon, ich hatte noch den Artikel gescannt, dann kriegen wir eben hier alle Artikel aufgezeigt, deren Inventureintrag länger als eine Woche her ist und können hier quasi die Bestände neu erfassen. Okay, also auch echt umfangreich, was das angeht. Jetzt müssen wir nochmal wieder zurück zum Picken, da kommen noch eine oder andere Fragen jetzt gerade hinterher. Was passiert denn, wenn beim Picken die Kiste voll ist? Wie kann man eine zweite Kiste zur Pickliste hinzufügen? Also du redest jetzt zum Beispiel von der rollenden Kommissionierung? Zum Beispiel, genau, das wurde jetzt hier in der Frage nicht explizit definiert. Ja, okay. Im Prinzip sollte man darauf achten, dass eben diese Kisten nicht zu voll werden. Das ist ja quasi, sage ich mal, der kleine Nachteil der rollenden Kommissionierung. Aber an sich würde man einfach weiter kommissionieren und ja, dann im Endeffekt beim Packen daran denken, dass eben ein Artikel zu viel war und der zum Beispiel ja irgendwo neben der Kiste liegt. Also ihr habt leider nicht die Möglichkeit, dynamisch eine zweite Kiste hinzuzufügen zu einer Bestellung, sondern wenn eine Bestellung in einer Kiste liegt, dann liegt sie da drin. Okay, und jetzt gibt es noch, das ist dann tatsächlich die letzte Frage, eine Frage zu einem neuen Feature eventuell. Wann kann man Artikeletiketten direkt per Lager-App an den Labeldrucker senden, ohne einen Umweg über das Backend machen zu müssen? Interessante Frage. Da haben wir keinen genauen Termin. Ist natürlich ein Feature, was das Arbeiten im Lager noch ein bisschen schneller und komfortabler machen würde. Wie gesagt, mit einem genauen Termin tue ich mich da schwer. Aber an den Fragenden könnt ihr euch gerne nochmal bei uns melden und das mit uns diskutieren. Wir freuen uns immer über genau so ein Feedback. Und versuchen natürlich auch, die Apps für euch immer besser und komfortabler zu gestalten. Ja, ich denke auch. Also das ist immer ein bisschen schwierig, auch aus unserer Sicht, aus Herstellersicht. Wann kommt was, das ist immer ein bisschen schwierig festzulegen. Auch wir haben natürlich und ihr ja auch eine gute Roadmap und wissen so grob, wann wir was, wo wir einplanen können. Aber da wirklich ein genaues Datum oder ich sag mal eine genaue Woche zu sagen, ist wirklich schwierig. Erik, du hast auf jeden Fall einiges an Wissen gerade verteilt. Du hast einige Fragen beantwortet. Wie du gerade auch schon gesagt hast, ich will es nochmal eben ganz kurz in die Runde schmeißen. Wenn da noch Fragen im Nachgang sind, dürfen alle Teilnehmer natürlich
natürlich gerne auf euch zukommen direkt. Genau, da hast du deine Kontaktdaten nochmal. Ich bedanke mich jetzt erstmal für die Zeit, erstmal bei dir, dass du uns da an deinem Wissen hast teilhaben lassen und natürlich auch bei allen Zuschauern. Und jetzt hast du natürlich noch dein Abschlussplädoyer, kannst du ein paar Worte an jeden richten und ich verabschiede mich und wünsche euch allen ja, noch eine schöne Restwoche. Ja, Raphael, ich glaube, du hast schon fast alles gesagt. Nochmal ein Dank von unserer Seite. Es hat super viel Spaß gemacht, hier mit dir und euch, mit euch Zuhörern gemeinsam zu kommissionieren. Ja, und wie Raphael schon gesagt hat, wir hatten zwar jetzt Zeit, ein paar Fragen zu klären. Falls aber noch Fragen oder Wünsche offen sind, erreicht ihr uns unter den angegebenen Daten. Ja, wir freuen uns auf euer Feedback und somit möchte ich abschließen und sagen, danke und tschüss, bis bald. Schöne Restwoche. Bis dann. Ciao. Ciao.